Herzlich willkommen am Rupert-Neudeck-Gymnasium der Gemeinde Nottuln. Mein Name ist Jutta Glanemann und ich bin die Schulleiterin dieser tollen Schule. Schön, dass Sie sich für unsere Online-Präsentation entschieden haben und sich Zeit dafür genommen haben. Mit dieser Online-Präsentation beantworten wir Ihre Fragen als Eltern. Wir haben auch für Ihre Kinder eine Präsentation ins Netz gestellt, die Sie unter www.rng-nottuln.de abrufen können. Dabei handelt es sich um einen Film, den unsere 5- und 6-Klässler für ihre Kinder aufgenommen haben und in diesem Film wird unsere Schule aus Kindersicht dargestellt. Klicken Sie gerne mal rein und schauen sich den Film mit Ihren Kindern an. Denn eines ist klar, wir hätten Sie viel lieber selbst hier an unserer Schule empfangen und Ihre Kinder selbstverständlich auch. Das ist nun leider nicht möglich und wir versuchen das Beste draus zu machen. Was kommt in dieser Präsentation auf Sie zu? Ich hatte es gerade schon gesagt, wir versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Wie wird Ihr Kind hier an der Schule starten? Was macht das Rupert-Neudeck-Gymnasium so besonders? Was unterscheidet uns vielleicht auch von anderen Schulen? Und warum ist unsere Schule die beste Schule für Ihr Kind? Wir hoffen, dass Sie sich in dieser Präsentation ein umfangreiches Bild von unserer Schule machen können. Mein Name ist Maria Schulze-Gassel. Ich bin hier für die Erprobungsstufe zuständig. Ich mache das aber nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Peter Sancher, der Ihnen gleich die nächste Frage beantworten wird. Ich beschäftige mich jetzt mit der Frage, wie kann sich mein Kind an der großen Schule zurechtfinden? Bei dem Stichwort Neuland ist es uns besonders wichtig, Ihren Kindern Orientierung zu geben. Alles ist für sie ja ungewohnt, unübersichtlich und aufregend. Das haben wir als erstes damit versucht, dass wir die Klassenräume der neuen Fünfer in einen Pavillon zusammengelegt haben, sodass die Schüler Kontakt untereinander haben können und von älteren Schülern nicht gestört werden. Zum anderen haben wir den Fünfer-Schülern einen eigenen Schulhof zugewiesen, sodass sie in den Pausen gut miteinander spielen können. Dann ist uns aber auch wichtig, in der ersten Schulwoche viel Wert auf ruhige und sinnvolle Führungen zu legen, damit sich die Schüler auch jeder einzeln orientieren kann auf unserem großen Gelände. Was auch noch ein großer Zugpunkt ist, ist unsere Mensa. Die Mensa ist sehr beliebt und die wird bei Ihren Kindern auch sehr gut ankommen, weil man dort vieles bekommen kann und spielen kann, was sonst so nicht möglich ist. Bei dem Stichwort erste Schritte ist es uns besonders wichtig, Ihren Kindern Zeit zu lassen für einen sanften Übergang von der Grundschule zu unserer Schule hier. Wir haben besonderen Wert darauf gelegt, eine erste Schulwoche zu konzipieren, die besonders unter der Anleitung der Klassenlehrer stattfindet und auch eine Entschleunigung bedeutet. Viel Spielraum schafft, zum Beispiel, was ich eben schon erläutert hatte, den Schulhof kennenzulernen, die Gebäude kennenzulernen, die neuen Fächer kennenzulernen, sich künstlerisch zu betätigen, alles Mögliche, sodass sie ganz allmählich hier ankommen und füreinander da sein können. Damit sind wir bei dem Punkt soziales Lernen. Uns ist wichtig, von Anfang an die Klassengemeinschaft zu fördern, damit die Kinder gemeinsam lernen können. Erst wenn sie gemeinsam lernen, schaffen sie es, vorwärts zu kommen, auch sich wohlzufühlen. Wir benutzen auch das sogenannte Lernen-Lernen. Das sind Trainingseinheiten, damit sich Ihr Kind besser selbst organisieren kann. Wir haben zum Beispiel einen Lernplaner, anhand dessen wir sehr viele organisatorische Tipps geben können. An unserer Schule gibt es auch das Programm Schülern helfen Schülern. Wenn es also in einem Fach mal hakeln sollte, können ältere Schüler ihren
Kindern helfen. Außerdem können Klassenpaten ihre Kinder unterstützen. Das sind Paten, die wir suchen aus der Jahrgangsstufe 9, die auch zum Beispiel in der Pause mit ihren Kindern spielen. Dann legen wir großen Wert auf individuelle Förderung. Das heißt, wir kümmern uns auch um einzelne Schüler, die einen Anstups nötig haben zum Beispiel. Außerdem gibt es eine gezielte Hausaufgabenbetreuung. Sie sehen auf der rechten Seite das Bild von Frau Hülsbusch, die unter anderem diese Betreuung übernimmt. Was uns besonders wichtig ist, ist die enge Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus durch viele, viele Gespräche. Bei dem Stichwort erste Schritte geht es uns außerdem darum, dass bei ihren Kindern das Vertrauen wächst, besonders zu uns Lehrern. Wir wollen nicht verhehlen, dass es Konflikte gibt. Wir versuchen sie erstmal innerhalb des Klassenrahmens zu bewältigen und zu bearbeiten. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir zwei weitere Möglichkeiten. Die eine ist, dass wir eine professionelle Streitschlichtung hier an der Schule haben, sodass ältere Schüler unter Anleitung einer Fachlehrerin ihre Kinder weiterbringen, wenn ein Konflikt ausgetragen werden muss. Es gibt aber auch die fachliche Unterstützung durch den Sozialarbeiter Jan Struthmann, der bei uns hier an der Schule uns unterstützt durch verschiedene Maßnahmen. Mein Name ist Peter Sancher und ich arbeite zusammen mit Maria Schulze-Gassel in der Erprobungsstufe und kümmere mich dort eben um die neuen Fünfer und dass sie hier einen guten Start an der Schule haben. Ich möchte Ihnen jetzt die Antworten oder eine Antwort auf die Frage, wie wird mein Kind auf seinem persönlichen Weg zum Abitur unterstützt, geben. Natürlich ist es uns an unserer Schule wichtig, dass Ihr Kind hier Erfolg hat, dass es gute Noten hat und dass es möglichst das Ziel Abitur erreicht. Aber da sind wir auch guter Dinge und die meisten schaffen das natürlich. Aber es ist uns auch wichtig, dass Ihr Kind nicht nur gute Leistungen mit nach Hause bringt, sondern auch etwas fürs Leben lernt. Und dadurch sind wir natürlich herausgefordert, Ihrem Kind auch Möglichkeiten zu geben, wo sich Ihr Kind weiterentwickeln kann, sei es persönlich oder sei es in den individuellen Stärken und Schwächen. Wir haben hier eine Theater-AG, Kunstprojekte, Musikkurse oder den Theaterkurs in der Oberstufe, die dazu einladen, sich in Personen oder in Rollen hineinzuversetzen, die man sonst im Alltag vielleicht sich so nicht zutraut. Die Schüler haben dort die Möglichkeit, einfach mal jemand anderes zu sein oder auch einfach mal im Mittelpunkt zu stehen, was für viele eine kleine Überwindung ist und für andere auch eher eine große. Dadurch haben sie neue Wege und Möglichkeiten und es entstehen daraus vielleicht sogar Chancen für die spätere Berufswahl, weil sich ein Schüler oder eine Schülerin vielleicht denkt, Mensch, das ist vielleicht etwas für mich, dass ich auch irgendetwas im darstellerischen Bereich zum Beispiel machen möchte. Außerdem ist es uns sehr wichtig, dass die Schüler lernen, sich sozial zu engagieren. Das tun sie bei uns durch die junge SV. Das ist unsere kleine SV, wo die Fünfer und Sechser direkt mit in wichtige Entscheidungen integriert werden und wo sie darüber entscheiden können, was zum Beispiel in der Mensa für neue Sitzmöglichkeiten, Spiele und so weiter und so fort angeschafft werden. Es ist uns also wichtig, dass sie schnell eine eigene Meinung bilden und die sie auch vertreten und auch vor anderen durchsetzen, damit sie ihre eigenen Ziele auch erreichen. Dadurch lernen sie, Verantwortung zu übernehmen und können sich im Schulleben aktiv einbringen. Dies gelingt bei uns relativ schnell, da das Besondere an unserer Schule die familiäre Atmosphäre ist. Hier kennt wirklich fast jeder jeden. Jeder ist dem anderen in Nordholen schon mal über den Weg gelaufen. Einige kennen ältere Geschwister und das macht den Start hier natürlich besonders leicht. Man kann sich gegenseitig unterstützen, man kennt schon Namen von anderen und auch das kooperative Lernen ist dadurch erheblich leichter, als wenn man sich erstmal noch kennenlernen muss und sich vielleicht auch nicht traut, jemanden direkt anzusprechen.
Außerdem sind wir besonders stolz darauf, dass wir hier mit Eltern, Schülern und Lehrern gleichermaßen zusammenarbeiten. Wir unterstützen die Schulgemeinde, das Schulleben, jeder bringt sich ein. Und deswegen ist es auch heute zum Beispiel so, dass neben uns Lehrern auch eine Schülerin und eine Mutter eines Schülers an dieser Präsentation mitwirken. Ich bin Emma Frieling und momentan die Schülersprecherin hier an der Schule. Ich gehe in die Q1 und mache dementsprechend nächstes Jahr mein Abi. Auf der nächsten Folie werde ich Ihnen folgende Frage beantworten. Was kann mein Kind außerhalb des Unterrichtsgeschehens erleben? An unserer Schule haben wir zahlreiche Schülerwettbewerbe. Hier als Beispiele genannt sind zum Beispiel der Känguru-Wettbewerb oder das SAMS extern. Dabei handelt es sich beide Male um einen Mathematikwettbewerb, wo die Kinder dann jeweils ihr Wissen testen können und ihre Stärken unter Beweis stellen können. Außerdem haben wir Sportwettbewerbe. Da als erstes, wenn man sich die Schulintern anguckt, gibt es einmal das Nikolausturnier. Dabei handelt es sich um ein Fußballturnier, wo alle ehemaligen Jahrgänge wieder zurück an die Schule kommen. Und zusätzlich haben wir auch den Osterhasenpokal. Dieses ist ein Völkerballturnier, was von der Schülervertretung organisiert wird. Und da können die Klassen untereinander ihr Können unter Beweis stellen und ihr Teamgeist stärken und den Klassenzusammenhalt. Außerdem haben wir schulexterne Sportwettbewerbe. Da gibt es zum Beispiel unsere Fußballmannschaft und die nimmt an unterschiedlichen Turnieren teil. Und da würden wir gerne in Zukunft auch noch verschiedene Sportarten weiterhin fördern und da auch an Turnieren eben und Wettbewerben teilnehmen. Dann haben wir außerdem ein soziales Engagement hier, was man zum Beispiel an dem Politcafé erkennt. Da ist es so, dass der Sowie-Leistungskurs, das heißt von den Sozialwissenschaften der Kurs in der Oberstufe, jährlich einen Austausch oder eine Diskussion plant zu einem aktuellen politischen Thema oder wirtschaftlichen Thema, das dann zusammen mit zum Beispiel Politikern oder Wissenschaftlern diskutiert wird. Und da ist jederzeit Publikum willkommen, so dass vielleicht auch schon mal einige von Ihnen davon gehört haben. Dann haben wir zahlreiche Schulfeste hier, wie zum Beispiel die Young Americans. Das ist eine Gruppe, die in regelmäßigen Abständen an unsere Schule kommt und dann zusammen mit allen Schülern und Schülerinnen ein Musikstück, das heißt mit Singen und Tanzen einübt. Und am Ende dann eine vollständige Vorstellung auf die Beine stellt. Und auch wenn man sich vielleicht denkt, dass man jetzt beim Singen oder Tanzen nicht ganz vorne ist, kann man auf jeden Fall sagen, dass es die Erwartung übertroffen hat und letztendlich jeder daran Spaß hat. Oder zumindest hatte die letzten Male. Dann haben wir den Qi-Kompakt-Kurs in Österreich. Das war mein persönlicher Favorit in meiner Schulzeit bis jetzt. Da ist es so, dass die 8. Klasse zusammen mit ihrer Stufe nach Österreich fährt. Da gibt es immer leckeres Essen direkt in den Bergen bei der Hütte. Und da ist es dann ganz egal, ob letztendlich beim Skifahren, weshalb wir ja eigentlich da sind, ob man da schon fortgeschritten ist oder erst ein Anfänger ist, da man dann zusammen mit den Lehrern am Ende des Tages auf jeden Fall eine Piste runterfahren wird und die Abende werden dann immer mit einem coolen Programm ausgeklungen. Außerdem gibt es Austauschprogramme bei uns. Das ist einmal nach Rocic, das ist in Polen, und einmal nach Genf, das ist in der Schweiz, wie viele von Ihnen wissen. Da nimmt man in der 9. Klasse teil, nach Polen geht es in der 8. Klasse, wenn man das möchte. Und es ist einfach eine coole Möglichkeit, um die unterschiedlichen Länder kennenzulernen und dementsprechend auch die Lebeweisen. Da außerdem kann man gute Freunde finden und natürlich auch sich in der Sprache weiterentwickeln, wo ich persönlich zum Beispiel in Genf einen starken Fortschritt in meinem Französisch gemerkt habe. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch für die Eltern ein Highlight und das ist der Tanz in den Mai, der jährlich von dem Förderverein organisiert wird. Hallo, mein Name ist Silvia Hommel. Ich bin die Vorsitzende der Elternpflegschaft am Rupert-Neudeck-Gymnasium
Und ich möchte jetzt kurz mal erläutern, auf welche Weise Ihr Kind die gelebten Werte am Rupert-Neudeck-Gymnasium erfahren kann. In Zeiten des Distanzunterrichts aufgrund der Corona-Pandemie spielt die Nutzung digitaler Lernplattformen und Medien eine ziemlich große Rolle zurzeit. Die Klassen 5 und 6 wurden bereits komplett mit iPads ausgestattet, die jetzt auch im Präsenzunterricht eingesetzt werden. Und jeder Fünftklässler wird ein Leihgerät erhalten, ein iPad. Zudem besitzt jeder Schüler, jede Schülerin eine eigene Schul-E-Mail-Adresse und hat dann auch Zugriff auf das Office 365-Paket mit den entsprechenden Programmen wie Word, Excel, Teams und PowerPoint. Und damit wird auch zurzeit das Homeschooling durchgeführt. Und das klappt ziemlich gut zurzeit. Also wir lernen natürlich jeden Tag dabei, aber es funktioniert und die Schüler haben es schon sehr gut inne. Das Rupert-Neudeck-Gymnasium ist jetzt gerade, hat den Status von der Interessierten zur Mitarbeitenden UNESCO-Projektschule geschafft. Das heißt, es gibt ein Netzwerk von UNESCO-Projektschulen, da sind jetzt ungefähr 12.000 Schulen weltweit drin, darunter 300 Schulen in Deutschland und knapp 50 Schulen in NRW, also sind wir unter diesen 50 Schulen, UNESCO-Projektschulen, was ja eigentlich schon mal eine ganz gute Sache ist. Ich gehe jetzt noch mal kurz auf dieses UNESCO-Profil ein. Das ist nämlich bestimmt nicht für alle so eindeutig. Also es gibt, wie man auf diesem Diagramm auf der Folie sieht, 6 Säulen beim UNESCO-Profil. Die erste Säule behandelt Menschenrechtsbildung und Demokratieerziehung. In diesen Bereichen ist das Rupert-Neudeck-Gymnasium sehr stark. Also es gibt hier eine sehr präsente Schülervertretung, einen Schülerhaushalt, in dem so Sachen entschieden werden und es werden Projekte angegangen wie demokratisch handeln. Die zweite Säule betrifft das interkulturelle Lernen. Das findet zum Beispiel in Form von Schüleraustauschen statt. Oder wenn Schülerinnen und Schüler aus anderen Ländern hier ein Jahr verbringen an der Schule. Dann gibt es am Rupert-Neudeck-Gymnasium eine Sprachfördergruppe. Und diese Sprachfördergruppe ist eine eigene Gruppe für sich, in der Deutsch als Zweitsprache unterrichtet wird. Und die Schüler werden aber dann auch in den Regelklassen integriert. Die dritte Säule betrifft die Bildung für die nachhaltige Entwicklung. Und Umwelterziehung ist hier am Rupert-Neudeck-Gymnasium, wird sehr gut umgesetzt. Da gibt es zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit dem Altenhof Schoppmann in Darup und dem Naturschutzzentrum des Kreises Coesfeld, mit dem sehr viele Projekte umgesetzt wird. Auch hier mit diesem Wahlpflichtfach in BioDiff. Das machen jetzt gerade die 8er Jahrgänge. Die vierte Säule ist das globale Lernen. Und da wird dann zum Beispiel das Denken in globalen Zusammenhängen oder zum Beispiel die Bedeutung internationaler Begegnungen erkannt oder gepflegt. Und das wird im Unterricht auch immer wieder thematisiert. Die fünfte Säule ist die Freiheit und die Chancen im digitalen Zeitalter. Darauf bin ich am Anfang schon eingegangen. Also das ist jetzt gerade auch, wird gerade sehr aktuell behandelt, an allen Schulen, denke ich, aber am Rupert-Neudeck-Gymnasium spielt das hier gerade eine sehr große Rolle. Und die sechste Säule, die letzte Säule, ist die UNESCO-Welterbeerziehung. Da würde sich jetzt anbieten, was natürlich zurzeit leider nicht möglich ist, aber Ausflüge zu Weltkulturerbestätten in der näheren Umgebung machen, zum Beispiel die Zeche Zollverein in Essen oder sonstige. Ja, das wäre jetzt thematisch was über unsere UNESCO-Projektschule. Und diese Werte, die spiegeln sich natürlich auch im sozialen Miteinander, im Schulalltag und zwischen Eltern und Lehrern wider. Also bei 400 Schülern an unserer Schule und ca. 40 Lehrern kann man ja schon von einer sehr familiären
familiären Atmosphäre sprechen. Es gibt immer kurze Wege bei Problemlösungen und einen regen Austausch zwischen Schulleitung, Eltern und Schülervertretung, die immer auf Augenhöhe stattfindet. Und es gibt auch diverse Arbeitskreise zum Thema UNESCO, Marketing, was die Website, die Gestaltung der Website und Programmierung angeht, zum Thema Digitalisierung. Und dort wirken Schüler, Lehrer und Eltern mit und bringen sich auch mit einem sehr hohen persönlichen Engagement ein. Unser Wunsch und unser Anspruch also: Ihr Kind kommt zu uns auf die Schule. Wir sind das Rupert-Neudeck-Gymnasium, Schule mit Herz und Verstand. Schule mit Herz und Verstand. Ich fasse noch einmal zusammen, was zeichnet uns aus? Wir legen hier besonders großen Wert auf die individuelle Förderung eines jeden Kindes. Wir haben ein klares pädagogisches Konzept, was wir auch kontinuierlich weiterentwickeln. Wir bleiben nicht stehen und wir ruhen uns auch nicht auf unseren Erfolgen aus. Wir haben ja in der Schule einen besonderen Austausch zwischen Eltern, Schülerinnen und Schülern und dem Kollegium. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich und zeichnet unser familiäres Schulbild aus. Und wir sind eine Schule, der es wichtig ist, dass sich alle am Schulleben Beteiligten auch einbringen können und auch mitentscheiden können. Auch das ist etwas, was uns vielleicht von anderen Schulen unterscheidet. Sie haben sich also jetzt für uns entschieden und Ihr Kind im besten Fall natürlich auch. Wie geht es jetzt für Sie weiter? Unsere Anmeldewoche findet statt Ende Februar und zwar vom 22. bis 24. Februar. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir bei den persönlichen Gesprächen bleiben, trotz pandemischer Situation, weil wir ein Gebäude zur Verfügung haben, in dem das möglich ist. Wir haben viel Platz und können Gespräche im persönlichen Miteinander führen. Wir werden jeweils an den Tagen von 14 bis 18 Uhr für Anmeldegespräche im Forum unserer Schule bereitstehen. Wir, das sind die, die Sie bereits kennengelernt haben. Ich, Frau Schulze-Gassel und Herr Sancha werden für die Anmeldung bereitstehen. Sie kommen am besten alleine mit Ihrem Kind. Wenn Ihr Kind nicht dabei sein sollte, kommen Sie bitte nur mit Ihrem Partner oder Partnerin. Mehr können wir leider nicht zulassen. Unser Wunsch ist es, dass Sie Ihr Kind zur Anmeldung mitbringen. So können wir schon mal uns gegenseitig kennenlernen. Wichtig ist auch, dass Sie zu den Anmeldungen das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 mitbringen. Darüber hinaus die Anmeldescheine, die Sie von der Grundschule bekommen haben. Das Familienstammbuch, das brauchen wir nur, um einmal einen Blick drauf zu werfen und die Daten abzugleichen. Die Empfehlung der Grundschule und, das werden Sie wahrscheinlich schon kennen, den Nachweis über die erfolgte Masernimpfung. Wir planen auch in diesem Jahr einen Kennenlernnachmittag, allerdings ist uns der schon im letzten Jahr nicht geglückt, da im Mai damals schon die Pandemie zugeschlagen hatte. Wir gehen davon aus, dass wir im Mai einen Kennenlernnachmittag durchführen können. Wenn das nicht gelingen kann, werden wir auf Ausweichmöglichkeiten zurückgreifen. Und zum Schluss: Seit 2017 heißen wir Rupert-Neudeck-Gymnasium der Gemeinde Nottuln. Warum eigentlich? Wir fühlen uns den Werten von Rupert und Christel Neudeck verpflichtet, die immer den Menschen in den Mittelpunkt ihres Tuns gestellt haben. Zu Christel Neudeck und ihren Kindern pflegen wir einen engen Kontakt und sind stolz, als Schule mit Herz und Verstand ihre Organisationen Grünhelme e.V. und Kap Anamur Deutsche Notärzte e.V. unterstützen zu können. Daher sind wir auch stolz, dass wir diesen Namen tragen, der uns durch unser Schulprofil und durch unseren Schulalltag begleitet. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Präsentation zu verfolgen. Werden Sie und Ihr Kind Teil unserer Schulgemeinde. Wir freuen uns auf Sie. Auf Wiedersehen und bis bald.